Und da sind dann auch endlich die Damenfußballerinnen. Einläuft die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen. Auch ein Fräulein Müller ist dabei, Fräulein Gerda Müller, Torjägerin. Kein Wunder, dass die Damen dann auch erfolgreich kicken. Ha? Sehr zarte Rempelei. Und da hat Mutter eine wunderbare Flanke nach halb links gegeben. Junge, Junge, Junge. Laufen, Erna! Ja, aber Erna ist nicht flink genug. Das war Gerda Müller. Junge, Junge, ja, die brauchen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Wenn die Männer in Schlamm fallen würden, das wäre schlimm, denn da müssen die Frauen zu Hause waschen. Ja, und Decken, Decken, nicht Tischdecken, richtig. Manndecken, so ist recht. Frei von allen kleinlichen Sorgen um Haushalt, Mann und Kinder, spielt der Libero da hinten. Und die Torfrau ist ganz hervorragend. Es wird aber jetzt alles ganz ernst, denn der Deutsche Fußballbund hat ja die Frage des Frauenfußballs sachlich und positiv geprüft. Und es gibt sicherlich bald auch in Deutschland eine Entscheidung. Und sie sieht wahrscheinlich so aus, dass es den Frauenfußball dann wettkampfmäßig geben wird. In Italien und in anderen Ländern gibt es ihn ja schon. Es gibt ja in diesem Jahr sogar schon eine Weltmeisterschaft im Frauenfußball. Und fragt man sich natürlich, oder ich frage mich und ich nehme an, Sie sich auch, was sind denn das für Mädchen, die das betreiben und aus welchen Gründen tun sie das? Hä? Ich heiße Doris Rieder, bin 20 Jahre alt und arbeite in einem Blumengeschäft. Fußball spiele ich schon seit meiner Schulzeit. Mein Name ist Veronika Kuttler, ich bin 18 Jahre alt und kaufmännische Angestellte. Ich spiele Fußball, weil es mir einfach Spaß macht. Ich bin Sonja Spielberger und arbeite im Sportgeschäft. Ich bin 19 Jahre. Ich spiele Fußball, ich verkaufe so viele Fußballartikel und da spiele ich auch ganz gerne mal mit. Ich heiße Malise Emig, bin 20 Jahre alt, Verwaltungsangestellte und spiele Fußball, weil mein Freund ein leidenschaftlicher Fußballspieler ist und ich einmal ausprobieren wollte, was an dem Sport eigentlich dran ist. Man muss das ja auch realistisch sehen. Das ist natürlich ein schöner Spaß im Anfang, aber ich denke da an andere Frauensportarten, wo Frauen also zum Teil auch ganz erstaunliche Leistungen bringen. Und im Fußball mag das ja vielleicht eines Tages auch mal der Fall sein. Nach einem Anfangsreiz, nachdem alle sagen, oh, ist das komisch, gehen wir mal hin, lachen wir uns tot, wenn die Frauen in den Schlamm fallen. Wieso lachen die eigentlich dann, wenn die Frauen fallen? Das ist ohnehin schon eigentlich kein Grund zum Lachen. Aber nach einem Anfangsinteresse schläft das dann bald ein. Und da stehen nur noch die Freunde da und die Väter vielleicht und die Mütter und sagen, ach, guck mal, unser Else, läuft die nicht hübsch? Nicht? Oder meinen Sie nicht, meinen Sie, das bleibt das Interesse, dass Sie das unheimliche Fußballinteresse mitbeziehen, jetzt auch in eurer Frauenfußball? Der Anfang, am Anfang wird es bleiben, aber später wird es dann doch sich verlieren. Ne? Ja, Anfang, also, es ist jetzt ganz neu und es ist klar, dass dann sehr das viele... Das finde ich nicht. Ich finde, es ist jetzt erst der Anfang und es wird immer... Wie sind denn die Männer als Zuschauer? Also am Anfang kommen sie auch mal, sie könnten jetzt lachen und es gibt große Lachparade, aber zum Schluss, wenn das Spiel rum ist, merkt man doch, dass sie Respekt haben, ne? Haben Sie denn auch schon so Spitznamen oder Kampfnamen? Uwe? Nee, sowas aber noch nicht. Nee. Wie rufen Sie sich denn auf dem Spielfeld? Wir haben Namen. Vorname.